Furioser Start von Diskuswerfer Lukas Weiß-Heidinger in die Olympiasaison. Mit 68,40 Metern stellte Österreichs Rekordmann in Eisenstadt eine neue Jahresweltbestleistung auf. 2,5 Monate vor dem Saisonhöhepunkt in Tokio befindet sich der Oberösterreicher in Topform. Lukas Weiß-Heidinger findet beim Testmeeting in Eisenstadt optimale Bedingungen vor. Der Wind passt für weite Würfe. Dreimal schleudert der WM-Dritte den Diskus über 67 Meter. Zur Krönung des Saisonauftaktes wird der Wurf auf 68,40 Meter, nur 58 cm unter Rekord und das ohne hochkarätige Konkurrenz im kleinen Rahmen. Ich habe heute so viel Selbstvertrauen für die Olympiasaison gesammelt. Es hat richtig Spaß gemacht, endlich einmal wieder einen Wettkampf machen mit Ziel Olympia, mit Ziel internationaler Meisterschaft heuer. Zwei Monate vor Tokio sieht sich Lukas Weiß-Heidinger trotz der Jahresweltbestleistung noch lange nicht am Leistungszenit. Ich habe dann versucht, den österreichischen Rekord anzugreifen, weil ja, der 68,40er, wie ich den heute geworfen habe, da ist auf alle Fälle noch was drin, wenn ich wirklich zur richtigen Zeit zünde. In 8 Tagen will der Oberösterreicher beim Austrian Top Meeting in Linz zünden.